Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Platti Plapin. So, wir waren das letzte Mal hier noch stehen geblieben in diese Route. Wir haben noch ein paar Trainerkämpfe gemacht und wie ihr seht, habe ich mir ein Star Wars oder ein Panzer Aeron gefangen. Ja, wie ich auf den Namen Star Wars komme, guckt mal, an was erinnert euch Star und was erinnert euch an Fo? Oder an was erinnert euch, wenn ihr vorlest? Stahl, Vogel und halt ein S hinten dran. Mehr ist das nicht. Deswegen Star Wars. Und ich meine Star Wars klingt ja auch eigentlich irgendwie cool. So, hör mal Kollege, du bist der Nächste, der hier aufs Maul kriegt. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und das warst du. Ja, ich habe deine Präsenz auch gespürt, weil ich dich nämlich schon gesehen habe. Vielleicht liegt's ja daran. Egbert. Geil, Editors hilft mir hier auch nix. Romdadom. Okay, ich opfere jetzt mal wieder Kopftoss. Ist ja auch mal wieder nötig. Ja, als ob er es gerochen hätte. Aber Kopftoss wird noch trainiert, das verspreche ich euch. Das wird auf jeden Fall noch trainiert. Unser Kopftoss. Natürlich könnte ich mir jetzt auch in den Dateien von Bloody Platin angucken, was die Trainer hier alles für Pokémon haben und mich dann dementsprechend auf diese Trainer vorbereiten. Aber das hätte ja irgendwie keinen Witz mehr, ne? Ach stimmt, wir sind ja bloß ein Level höher. Daran liegt es vielleicht, dass ich es gerade nicht geschafft habe. Ja, genau. Ziehen wir gleich instant alles ab, Kollege. Instant. Und ja, perfekt Level up. Somit ist gefeuert, eine Stufe aufgestiegen. Hypno. Wir können drinnen bleiben. Ich könnte jetzt auch mit Sampex draufhauen oder mit Elitos. Aber wie gesagt, die Psycho-Pokémon haben scheiß Verteidigungswerte. Hypno ist das Psycho-Pokémon mit den besten Verteidigungswerten. Das merkt man auch, dass es nicht tot ist. Ja, und es wird natürlich geheilt. Ach ja, aber es hat scheiß Verteidigungswerte, deswegen zieht Dunkelklaue eigentlich recht viel. Wenn ich jetzt irgendwie eine spezielle Attacke drauf anwenden würde, würde es bestimmt nicht so viel abziehen. Flammrad ist ja auch physisch. Okay, und als nächstes kommt was? Ninjaturm. Da kann ich sowieso bloß was mit gefeuert oder Star Wars machen. Star Wars hat nämlich Flugattacken und das ist auch sehr effektiv, weil Ninjaturm hat ja Wunderwache, wie ihr wisst. Und deswegen ist es gegen jeglichen nicht sehr effektiven oder normal effektiven Angriff immun. So, Spieler besiegt Egbert. Deswegen wird niemand dann spitziger. Bla 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 bla. Dumm an dich rangeschwätzt. Bla bla bla. So, und wenn ihr den Part hier seht, wir haben es jetzt gerade gar nicht 14.22 Uhr. Wir haben es jetzt 18.22 Uhr. Meine Sorgen zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So etwas tun soll man mal. Ja. Also wir haben es jetzt eigentlich 18.22 Uhr. 23 jetzt. Weil ich wollte nicht, dass es schon wieder Abend ist, deswegen hatte ich ja gestern auch diesen Part abgebrochen, den ich da hatte. Weil ich einfach keinen Bock hatte, dass da... Oder ich habe halt keine Zeit mehr aufgenommen, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass es abends ist. Deswegen habe ich jetzt etwas höher gestellt, runtergestellt die Zeit, dass es ein bisschen früher ist, so dass wir hier tagsüber kämpfen. Finde ich für mich angenehmer. Macht mir auch so mehr Spaß, als abends immer zu spielen und deswegen... Ja. Warum ich mittags nicht gespielt habe, ich weiß es nicht. Ich hatte einfach keine Lust, wo ich heute heimgekommen bin. So, was kommt als nächstes? Fulipova. Das war mir schon klar, dass da so ein Assi-Viech kommt. Ah, Star Wars. Mal sehen, was unser neues Teammitglied machen kann. Übrigens auch geschafft, mit einem Pokéball zu fangen. Beim zweiten Pokéball habe ich es gekriegt.
Ja, in Star Wars hatte ich auch trainiert und Ruhrort habe ich ihm beigebracht von der TM. Ja, du bist so intelligent, Volipopper. Du hast es drauf. Du hast es sowas von drauf. Weil ich nämlich vierfach immun dagegen, oder was heißt immun, vierfach resistent dagegen bin. Ja, geht daneben. Puff. Aber das Viech hat eine sauhohe Verteidigung. Aber, ja doch, das zieht eigentlich. Ja, genau. Dummes Drecksvieh. Werde ich wohl gleich auf Dingens wechseln müssen. Gefeuert. Und zack. So, wie viel zieht's diesmal? Ja, eigentlich nicht gerade so sehr viel. Ah, okay, wenn die KP unter die Hälfte sinken, macht der Synthese das Piepler, Piepharmloch. So, wie viel zieht Nachthieb? Das möchte ich mal wissen. Ja, man sieht's ja. Über die Verteidigung von Volipova kommen nicht viele Pokémon hinweg. Flamara wird's schaffen. Okay, unser Gefeuert schafft's auch. Ja, unser Gefeuert schafft so einiges. Deswegen jetzt mit Flammenrad einmal draufhauen, damit wir die Ruhe haben. Die Ruhe selbst in Person sind wir dann. Weil Volipope schon wieder überlebt. Aber ba, ich liebe es. Na komm. Lalala. Oh, perfekt, wir können angreifen, ohne dass er einen Trank einsetzt. Ich hatte gerade was Verdächtiges gehört. Ja, bla bla, Stavros, ja, perfekt. Naquana. Für Aquanas Eletos geeignet. Da Eletos Style hat. Nö, Donnerschlag dürfte reichen. Aquana hat extrem hohe KP. Das ist wirklich übel, wie viel KP das Viech hat. Dafür ist es von den anderen Werten her nicht so. Der Bringer. Aber ja, man kann es sehen, wie man will. So, jetzt kommt ein Flamara und da habe ich natürlich auch die passende Antwort dagegen. Sampex. Ja, guten Tag. Flamara kann man auf dieser Route hier, wo ich gerade bin, kann man das Flamara auch wild fangen in Bloody Platin. Ich habe es dann aber eigentlich immer bloß zum Training gekillt, als ich einen Panzer Aeron gesucht hatte. Stimmt, auf dieser Route kann ich eigentlich Sampex schon hoch trainieren, wenn ich ihm EP-Teil oder so gebe. Dann kriegt er doppelt EP. Wäre eigentlich schon gut. Hier ist Angriff vorbei und darauf kannst du stolz sein. Ja, bin ich auch. So. Außerdem hatte ich dann gestern nicht mehr weitergemacht, weil ich gestern wieder Hyperspeed an hatte. Offscreen. Und wenn man einmal Hyperspeed an hatte, dann braucht man mindestens einen Tag Pause, wo man kein Hyperspeed hat, weil sonst ist das Spiel für einen zu langsam, viel zu langsam. Also, naja, das könnte einen gar nicht anbieten, wie lahm euch das dann vorkommt. Ihr seid so Kämpfe gewohnt, die vielleicht fünf, die vielleicht eine gute um die 20 Sekunden dauern. Und hier dauern die und dauern die. Ja, selbst hierfür habe ich jetzt schon, was weiß ich, 10, 5 Sekunden oder mehr verbraucht. Mehr. Und gerade das ist es eben. Im Spiel machst du einmal eine Attacke, ist sofort down und das Viech ist weg und Kampf beendet. Ach ja. Die Sommerzeit endet am 30. Oktober 2011 um 3 Uhr. Die Uhr ist so eingestellt, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Stunde zurückgestellt wird. Also meine PC-Uhr, aber jetzt wisst ihr, am 30. Oktober diesen Jahr, in diesem Jahr, also 2011, wird die Uhr um 3 Uhr eine Stunde zurückgestellt. Weil da dann Zeitumstellung ist. Wintersonnenwende. Nee, das war anders. Wisst ihr, manche verwechseln ja das Wintersonnenwende.
gar nicht bedeutet, dass man eine Stunde vor- oder zurückstellt, sondern dass Wintersonnenwende einfach bloß die eine Hälfte des Jahres signalisiert. Weil die Wintersonnenwende ist da, wo die längste Nacht ist. Und die längste Nacht ist am 21. Dezember. Da soll ja nächstes Jahr die Welt untergehen. Aber die Wintersonnenwende ist ja das, ist ja der Tag, an dem die längste Nacht ist. Und danach werden die Nächte wieder kürzer und die Tage wieder länger. Bis zur Sommersonnenwende, und da ist es dann genau umgekehrt, da werden die Nächte wieder länger und die Tage wieder kürzer. Also dass dann nicht mehr um 6 Uhr schon strahlend hell und um 7 Uhr und um 22 Uhr immer noch hell, sondern da wird es dann halt immer dunkler und dann ist es halt erst ab 7 Uhr hell, so wie bei uns jetzt gerade zur Zeit. Da wird es erst um 7 Uhr richtig hell und wird schon gegen 20 Uhr, es ist schon eigentlich sehr, sehr dunkel draußen. Da merkt man, dass wir langsam auf die Wintersonnenwende zugehen. Bald haben wir die längste Nacht. Da wird es dann erst um 9 Uhr richtig hell und wird um 18 Uhr höchstwahrscheinlich wieder dunkel. Ne, da gab es mal irgendwie sowas. Da haben wir, glaube ich, es ist bloß 4, nee, 5 oder 6 Stunden ist es dann bloß hell zur Wintersonnenwende. Woher ich das weiß? Tja, ich hab's gell. Nein, ich habe einfach mal einmal in meinem Leben in der Schule aufgepasst. Schlorbleck. Schlorbleck. Benachrichtigungen. Die benachrichtigen, wenn die Uhr umgestellt wird. Nö. Nö. Mal sehen, ob wir das Schlorbleck hier instant weghauen können. Ich bin gespannt. Ja, und ich entschuldige mich jetzt zu diesem Part, dass der jetzt vielleicht nicht gerade so spannend war. Wo meine Stimme vielleicht auch nicht immer so aufgehetzt und aufgeregt geklungen hat. Aber ich meine, so einen ruhigen Part kann jeder mal gut vertragen. Ja, ich bin jetzt einfach gerade nicht motiviert, irgendwie lauter zu sein oder mich irgendwie in irgendeiner Form laut zu betätigen von der Stimme her. Deswegen habt jetzt mal hier diesen Part sehr ruhig erlebt und den nächsten auch noch. So, hier gibt es einen Hypno. Und wir haben jetzt Ampex. Level 59, mittlerweile wohlgemerkt. So, wenn ich hier draußen bin, perfekt. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Adio.